sagen wir so, die Leute, die du Fragen tust, manche haben ja nicht so viel Zeit oder manche sagen ja, die Konvertierten, die sind keine richtigen Muslims, oder? Und da habe ich gesagt, naja, so ist besser. Ja. Über Telefon. Ja, okay, dann machen wir das gemeinsam, inshallah. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Ja. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Und jetzt aus voller Überzeugung vom Herzen hinter mir her sprechen. Ja, natürlich. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha illallah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul Allah. Ja, dadurch bist du jetzt offiziell Muslimin geworden, Schwester. Danke. Ja, dank Allah, der dich richtig geleitet hat. Alhamdulillah, wir freuen uns auf dich als neue Schwester im Islam. Ja, wir danken Allah, Schwester, der dich richtig geleitet hat. Wie heißt du mit Vorname? Ellen. Ellen. Und du bist 20 Jahre alt? Genau. Ja. Wie kommt es, dass du vom Islam überzeugt bist? Also ich habe halt viele muslimische Freunde. Und dadurch bin ich halt mit dem Islam gut bekannt. Also ich werde mich da jetzt natürlich noch mehr rein, also informieren und alles. Und ich bin halt auch bereit dafür, alles zu machen. Alhamdulillah. Das heißt, du bist bereit, 5-mal am Tag zu beten? Genau. Kopftuch zu tragen? Ja, so Kopftuch, ja, okay. Ja? Würde ich tun. Allah liebt seinen Diener, die hören und gehorchen. Und das ist ein Befehl von Allah für jede Frau im Islam, dass sie Kopftuch trägt. Allah will dich als Eba-Frau darstellen und das ist ein Schutz für dich. Das ist keine Quälerei, sondern ein Schutz für dich. Und der Muslim liebt Allah an der ersten Stelle und lebt, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und nimmt den Islam als Lebensaufgabe. Und die Belohnung dafür ist das ewige Paradies. Möchtest du das? Ja. Okay. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Und jetzt aus voller Überzeugung vom Herzen. Ashhadu. Ich kenne das nicht so gut. Nee, kein Problem, wir machen das ganz langsam. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasul. Rasul? Allah. Ja, dadurch bist du jetzt offiziell Muslimin geworden. Ah, oh, danke schön. Alhamdulillah, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Sehr gut. Alhamdulillah, das kommt jetzt vom Herzen, oder? Ja. Alhamdulillah, jetzt. So ganz warm jetzt. Ja, das ist die Richtleitung Allahs, Schwester. Das ist die Richtleitung, die man direkt im Herzen spürt. Und denk daran, dass Allah dich auserwählt hat von den 83 Millionen Menschen hier in Deutschland, weil in dir was Gutes ist. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ja, also Alhamdulillah, das sind echte, wahre Gefühle. Kannst du deine Gefühle beschreiben für die Zuschauer? Ich bin total glücklich jetzt, einfach nur. Und mir ist ganz warm halt. Ich bin
ich bin auch total streng christlich aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern auch, die gehen auch jeden Freitag in die Kirche und wir haben auch hier sogar Bibelstunden zu Hause und bei anderen. Mhm. Und seitdem ich meinen Mann kenne und ich wusste vorher gar nichts über Islam, also ich kannte nur diese Vorurteile, das ist so und so über Frauen, das unterdrücken die und die müssen Kopftuch tragen, das ist alles Zwang und so. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, dann habe ich auch Videos gesehen im Internet, diese Vorträge. Mhm. Dann habe ich auch wirklich selber nachgelesen und das stimmt alles gar nicht. Dann habe ich wirklich gesehen, das ist alles gar nicht so, wie man das hört. Ja, weißt du warum? Warum du das immer hörst? Ja, aber ich denke mal, weil die anderen versuchen, die Religion einfach nur schlecht darzustellen. Ja, aber warum? Ja, das weiß ich nicht. Das erkläre ich dir, inshallah. Stell dir vor, alle Menschen in Europa würden den Islam annehmen. Ja. Dann wäre es kein Alkohol mehr geben. Dann wäre es keine Kirchensteuer mehr geben. Ja. Dann wäre es keine Banken mit Zinsen mehr geben. Mhm. Dann wäre es kein Weihnachtsgeschenke mehr geben. Mhm. Kein Ostergeschenke mehr geben. Kein Weihnachtskostüme mehr geben. Ja. Das sind Milliarden, die die Industrie verliert. Ja. Und hier rechnet man nur mit Zahlen. Mhm. Man versucht, ein paar Millionen zu verlieren, um den Islam schlecht zu machen, damit die Menschen vom Islam abgeschreckt werden, anstatt Milliarden zu verlieren. Ja. Und ich war 17 Jahre lang Geschäftsmann und ich weiß, wie diese Menschen denken. Es geht bei denen hier an der ersten Stelle um die Milliarden, die dadurch verloren gehen, wenn die Menschen hier den Islam annehmen würden. Ja, das stimmt. Das klingt doch logisch jetzt. Das ist der Grund, warum der Islam hier bekämpft wird und mit allen Mitteln versucht werden, den Islam hier schlecht zu machen. Ja, aber ich meine, so normale Menschen, die haben ja auch nichts davon. So zum Beispiel so... Ich weiß, meine Mutter ist ja auch so. Meine Mutter, ich bin im Iran aufgewachsen und im Iran ist ja auch streng muslimisch und Schiiten, aber. Und meine Mutter hat das ja auch alles gesehen und sie sagt mir auch jeden Tag, dass alles Zwang und das ist alles nicht gut und ich weiß nicht was. Und ja, das ist. Verstehe ich auch nicht. Meine Mutter hat ja jetzt selber, könnte ja nichts davon haben. Das ist richtig. Vergiss nicht, dass wir einen Feind haben: das ist der Satan. Der Satan versucht, allen Menschen die falschen Wege auszuschmücken. Ja. Und wenn du den wahren Weg findest, er versucht dir immer den wahren Weg so schwer darzustellen und versucht dir immer Steine im Weg zu setzen. Er sagte auch im Koran, Allah berichtet über den Satan, er hat gesagt, ich werde den Menschen auf deinen geraden Weg auflauern. Das heißt, wenn du die Absicht hast, den Islam anzunehmen, dann kommt er und versucht dich abzuhalten. Ja. Wenn du in einem islamischen Land bist, er zeigt dir nur die schlechten Muslimen, damit du den Islam nicht annimmst. Er zeigt dir nicht gute Muslimen, die wirklich den Islam richtig praktizieren, die Allah fürchten, die fünfmal am Tag beten, die hilfsbereit sind, die saubere Herzen haben. Er zeigt dir nur Muslime, die schlecht sind oder unwissenden Muslimen, damit sie dir falsche Informationen geben. Ja, ich habe bis jetzt auch nur, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich auch nur solche Muslime. Ich habe die meisten Freunde von mir waren Muslime und die haben auch nicht richtig gelebt, wenn ich so nachdenke. Die haben gar nicht nach dem Islam gelebt, überhaupt nicht. Ja, das ist nur Tradition. Die haben behauptet, die wären Muslime, haben vielleicht mal Ramadan die Hälfte gefastet und die Hälfte nachgeholt. Aber so, wenn ich richtig so nachdenke, alles falsch, was die gemacht haben. Also wenn ich die so wie die Religion jetzt kennengelernt habe, ja. Ja, vielleicht hast hat man nur sowas gesehen und meine Eltern haben ja auch nur sowas gesehen. Ja, anderes haben sie nicht gesehen und deswegen haben die auch dieses schlechte Bild und
auch immer, wenn ich versuche zu sagen, nein, das stimmt nicht, das ist gar nicht so, wie wir es damals gesehen haben, das ist ganz anders. Da kommt immer zu Streit. Das ist